Hey Bros, ich bin Drake Daniel. Weiter geht's mit FIFA 17 im Ultimate Team Modus. Mal wieder ein neues Team. Und ja, ich habe jetzt auch eine neue Aufstellung. Ich habe jetzt komplett das Ganze geändert. Ach du Scheiße, der hat der Müller. Der hat auch Ribéry. Und noch irgendjemanden, wie sah es in guter Form? Also, holy shit. Der hat ein komplett deutsches, richtig geiles Team. Fuck. Also, das wird nicht einfach. Der hat ein krasses Team. Und vor allem auch Müller hat da vorne. Holy shit. Okay, da müssen wir von Anfang an gleich auf sehr offensiv gehen, weil das wird krass. Ich glaube, von Müller könnten wir einige Tore kassieren. Ist ein richtig krasser Spieler. Aber gut, das hat ja noch nicht zu heißen, dass der Gegner was kann. Au! Ja, da bin ich schon durch. Wunderbar. Und? Ja, was war das für ein Kopfball, Alter? Wo ist denn los? Ah, okay. Das war keiner von mir. Oh, Valencia. Du kannst ja Kopfball machen. Der war richtig krass. Komm, nochmal. Nochmal so einer. Ah, ne, jetzt nicht mehr. Okay, der geht sowieso ins Aus, oder kriege ich den noch? Kriege ich den noch? Ne, Lennon kriegt ihn nicht mehr. Na, Vorsicht jetzt. Oh, der hat ein richtig, richtig heftiges Team, Alter. Das ist nicht easy gegen ihn, glaube ich. Hopp. Na. Das ist auch komplett durch. Aber ich habe ja auch kein schlechtes Team. So ist es ja nicht. Ich meine, der entscheidet sowieso, wer gut spielen kann. Der baut mir ein bisschen zu viel Scheiße. Das ist gut. Gut für mich. Na, ich glaube, diese Aufstellung passt mir ein bisschen besser. Ah, schade. Aber ja, diese Aufstellung ist um einiges besser. Die gefällt mir gut. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Jetzt geht vielleicht was über Müller. Nee, über Müller geht nichts. Und Firmino. Nice. Komm. Ah, schade. Aber der ist echt schön in den freien Raum reingelaufen. Aber leider nichts geworden draus. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, scheiße und... Oh. Abseits, mein Freund. Hehehe. Abseits, du blöder Pischer. Mann. Müller am Ball. Ein guter Doppelpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Nö. Gelegenheit gibt's nicht. Cool aufgepasst und verteidigt. Komm, jetzt lauf, lauf, lauf. Ah. Da hat er mich noch weggedrängt, die Sau. Jetzt Firmino. Das könnte gefährlich. Aber ich werde es dem nicht einfach machen. Ah, schade. Er macht es mir nicht einfach, ich mache es ihm nicht einfach. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Roberto Firmino. Da geht er gut dazwischen. Was das für ein Dreckspass ist, das will ich gar nicht mal kommentieren. Das war ja richtig schlimm. Oh, da hat er mich gefault. Nice. Den Freistoß könnte ich reinhauen. Der ist nämlich sehr gut. Komm. Und. Ah. Schade. Schade. Normalerweise ist sowas eigentlich recht easy, aber. Tja. Diesmal nicht. Und Coutinho. Jetzt könnte es gefährlich werden. Komm. Draufschießen mal. Ah, schlechter Schuss. Er wurde abgeblockt sogar. Ja, Mann, da gibt es doch noch eine Ecke. Mit der Ecke habe ich davon fast ein Tor geschossen. Noch nicht. Sterling, auch drauf. Uff. Uff. Ja, das war nichts. Ja, das war echt zu lässig. Alter, dass er Ribéry hat und Müller. Krass.
Ich will nicht wissen, wie viel Geld er investiert hat. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Oh, jetzt wird er nervös. Und zerstört, du Bitch. Aber sowas von fucking zerstört. Da kannst du scheißen gehen mit deinem Team. Und jetzt brauchst du nicht einen auf Dribbler machen, du Wichser. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist trotzdem gut. Man darf ihn nicht unterschätzen. Es ist trotzdem ein guter Spieler. Hat auch eine gute Mannschaft. Muss durchgehend aufpassen. Wenn man da nicht durchgehend aufpasst, dann ist man schnell am Arsch. Und direkt noch ein Tor schießen, würde ich sagen. Komm. Continuo, du könntest das schaffen von dieser Position. Komm. Ah, schade. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Oh, nein. Was mache ich denn? Wuppa. Nice. Man spielt halt ein bisschen zu offensichtlich alles. Aber ja, mit der Aufstellung bin ich auf jeden Fall mal zufrieden. Das ist schon mal gut. So, hoch hier. Yes. Yes. Hopp und... Nee, Foul, oder? Nein. Schade, ich dachte, das ist ein Foul. Hm. Nee, der war nichts. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten oben drauf. Coutinho jetzt. Komm, Coutinho, versuch's einfach. Nee. Hopp. Ja! Oh, ich hab Kopfweh. Heilige Scheiße. Scheiße. Fuck me. Was für ein wunderschönes Tor. Aus dieser Distanz. Holy shit. Also wenn ihr jetzt nicht einen Steifen bekommen habt, ne, als Zuschauer, dann weiß ich auch nicht. Schreibt es mir dann Hashtag, ich habe einen Steifen. Weil das ist ein Schuss, das ist fantastisch. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Das sind Tore. Und jetzt schön mit Schnibbeligel. Weißt du, wie der Boom? Meine Fresse. Ich hab einen Heimmund. Und das hier. Dann hab ich einen Schwanz drüber gelegt. Okay. Ja, 1-1. Ach, der ist schon nett. Der ist wirklich nett, der ist süß. Der ist echt süß, der kann nichts. Na gut, ich werde mal Continue mal so ein bisschen... ein bisschen hier... Ne, komm, lassen wir... Lennon, machen wir mal Walcott rein. Für ihn hier. Und Lennon machen wir raus, der kann sich ein bisschen... ja, ein bisschen erholen. Machen wir nochmal den Sunny rein. Und ja, weiter geht's. Er wechselt 2 frische Leute ins Spiel. Ah, oh, ja. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Aber der Typ kann echt. Niente. Nada. Und er gewinnt den Zweikampf. Oh, Sané. Jetzt die Gelegenheit. Der macht hier schon mal gleich einen guten Run. Mein Buschelkopf. Ribéry. Nichts draus geworden. Whoppa. Ah, schade. Und? Schade. Das war leider nichts Gutes. Whoop. Ah, hat er leider gesehen. Sein können, dass er blöd ist und einfach
Mordent. Wie sie hier geworden. Oh. Oh, 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 oh. Hol den Ball raus. Jawohl. Und? Nee, was war das bitte? Was war das bitte für ein jämmerlicher Versuch, einen Kopfball zu machen? Sehr gut aufgepasst. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt vielleicht. Oh, komm, Valencia. Da kannst du aber ein bisschen den Schuss auspacken. Das war nix. Oh, oh, hey, 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 hey. Hätte noch einer werden können. Wo siehst du den? Wo ist? Obseits? Wo den? Hab ich nicht gesehen. Arschloch. Wop? Nein. Schade. Ein guter Doppelpass. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. So, mal ein bisschen einen hohen Ball hier. Direkt irgendwie dann kommt, aber ist er leider. Oh, war das nicht abseits? Nee, war es nicht mal. Guter Schuss. Ja, die erste gute Aktion überhaupt von ihm. Ich habe gar nicht gecheckt, dass das mein Torhüter ist. Oh, oh, oh. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt Firmino. Nein. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Sieht cool aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch. Ja, ohne Ball brauchst du nicht laufen, mein Freund. So, oh, 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 schnell runterpassen hier. Nee, da bin ich weggestolpert. Schade. Wenn ich noch Sterling noch frei gewesen. Oh, wurde unterbrochen das Spiel. Tja. Hat er da einen Rage Quit gemacht? Oh. Und 1400 Spielmünzen habe ich verdient. Warum so viel? Warum habe ich denn so viel verdient? Auch egal, ich habe gewonnen. Hehe. Bitch. Egal. Gut, Leute, wir spielen beim nächsten Mal wieder weiter. FIFA 17 Ultimate Team Modus. Ja, diesmal, ja, der hatte einfach keinen Bock gehabt. Der hatte einfach keinen Bock. Der hat einfach aufgehört. Egal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich bin Jack Haus rein und schreibt in den Kommentaren Hashtag. Wundergeil, wundergeiles Tor von Coutinho. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.